Große Konzert der Tiere. Hallo, ich bin Minnie, die Blockflötenmaus. Schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir das große Konzert der Tiere spielen. Erinnerst du dich noch an die Versammlung der Tiere im Wald? Jetzt erfahren wir endlich, worüber sie gesprochen haben. Sie haben sich getroffen, um ein großes Konzert zu planen. Und das Beste ist, wir dürfen mitspielen. Der Bär, das Eichhörnchen, die Schnecke, der Maulwurf und der Schmetterling haben alle ihre eigene Melodie. Doch sie können nicht nur nacheinander spielen, sondern alle Stimmen passen zueinander und können gleichzeitig gespielt werden. Dann könnte es zum Beispiel so klingen. Wir spielen jetzt erst einmal jedes Tier einzeln und dann verrate ich dir, was wir alles damit machen können. Wir fangen mit dem Bären an. Wie alle anderen Tiere auch, sagt er seinen Namen zweimal. Er nimmt dafür beide Male ein D. Der Bär klingt also so. Und jetzt spielen wir es zusammen. Jetzt zeige ich dir, wie das Eichhörnchen klingt. Es spielt seinen Namen auf zwei verschiedenen Tönen. Einmal auf A und danach noch einmal auf G. Spielen wir es direkt zusammen. Und zur Sicherheit noch einmal. Als nächstes kommt die Schnecke dran. Auch sie hat nur zwei verschiedene Töne. Zuerst singt sie ihren Namen auf A und dann auf H. Spielen wir es direkt zusammen. Und gleich noch einmal. Die letzten beiden Tiere benutzen mehr Töne. Der Maulwurf sagt seinen Namen sogar viermal, weil er so kurz ist. Also eigentlich, wenn man sich die Töne des Maulwurfs genau anguckt, sagt er Maulwurf, Wurf, Maul, Maulwurf, Wurf, Maul. Denn er sagt seinen Namen zuerst mit A und C, dann dreht er die beiden Töne um, vertauscht also sozusagen die Silben, das aus Maulwurf, Wurfmal wird. Danach sagt er seinen Namen noch einmal neu mit G und H und vertauscht anschließend wieder die Reihenfolge. Spielen wir es einmal. Zuerst aber etwas langsamer. Jetzt etwas schneller. Und noch ein kleines bisschen schneller. Jetzt fehlt uns nur noch der Schmetterling. Der benutzt ganz viele verschiedene Töne und flattert durch die Notenlinien. Das klingt dann so. Spielen wir den Schmetterling mal zusammen, aber auch den zuerst etwas langsamer. Musik.
Und jetzt etwas schneller. Und weil das schon so gut klappt, spielen wir es noch ein bisschen schneller. Wenn dir das zu schnell geht, mach einfach Pause und spiel es alleine nochmal langsam. Und jetzt spielen wir alle Tiere hintereinander. Zuerst den Bären. Dann das Eichhörnchen. Die Schnecke. Den Maulwurf. Und den Schmetterling. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, was wir damit machen können. Wenn du allein spielst, kannst du dir ein eigenes Tierstück bauen. Dafür druckst du dir die Tierpattern aus und schneidest sie aus. Dann kannst du dir selber eine Reihenfolge überlegen. Wenn dir etwas besonders gut gefällt, kannst du es aufkleben oder auf Notenpapier aufschreiben. Die Vorlage zum Ausdrucken findest du auf meiner Internetseite. Wenn du andere Kinder kennst, die auch ein Instrument spielen, es muss ja nicht immer Blockflöte sein, könnt ihr noch etwas anderes machen. Alle Tiere passen ja zusammen und können gleichzeitig gespielt werden. Deshalb könnt ihr euch ein Plakat gestalten, auf dem ihr festlegt, wer wann welches Tier spielt. Das kann dann zum Beispiel so aussehen. Einer fängt mit dem Bären an und spielt ganz lang weiter. Nachdem er einmal gespielt hat, können Eichhörnchen und Maulwurf dazukommen und spielen mit. Oder alle fangen erstmal zusammen an und dann flattert der Schmetterling allein weiter, bis die Schnecke wieder dazukommt. Nachdem sie kurz zusammengespielt haben, hört der Schmetterling auf, dafür kommen Eichhörnchen und Bär dazu. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wie ihr es gestaltet, könnt ihr euch selber überlegen. Oder ihr macht es spontan. Das heißt, ihr legt vorher überhaupt nichts fest, sondern guckt, was passiert. Jeder kann selber überlegen, welches Tier er spielt. Natürlich sind auch nacheinander verschiedene Tiere möglich. Das nennt man dann eine Jam-Session. Wir machen es jetzt so, dass du immer das Tier spielst, das du siehst. Wenn ein neues Tier erscheint, spielst du aber trotzdem noch das alte Tier zu Ende und beginnst dann erst das neue. Dazu hörst du auch noch andere Instrumente, die gleichzeitig andere Tiere spielen. Bist du bereit? Dann Bühne frei! Das Konzert kann beginnen! Und damit sind wir jetzt am Ende des ersten Bands angelangt.
Ich find's toll, dass du jetzt schon so lange mitmachst und schon 5 verschiedene Töne spielen kannst. Und du merkst, mit diesen 5 Tönen kann man schon richtig viel Musik machen. Wenn du möchtest, kannst du dir diese Urkunde ausdrucken lassen und deinen Namen eintragen. Du kannst stolz auf dich sein. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Musizieren und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Heft wieder. Bis bald. Tschüss. Hat dir mein Video gefallen? Dann klick hier und abonniere meinen Kanal.